Ich werde erst nochmal nachschauen, wo die sind. Die sollen uns ja nicht überraschen. Und gleich sind sie dran. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Dishonored 2. In den Hintern. Was, die dritte? Ich muss doch. Was? Ach, sie ist jetzt runter, oder? Das war jetzt die obere. Na, eine ist nicht schlimm. Die kann ich irgendwie umlaufen. Und dann von hinten erwischen. Nee. Hab ich was dagegen. Oh, die kommt hier hoch. Ach du Kacke. Ja, das kann durchaus sein. Domino kostet auch. Ob du uns hier durchsehen kann? Domino kostet auch etwas Mana. Aber das sei es mir mehr wert gewesen. Die ist jetzt reingegangen, ne? Hi. Bist du bescheuert? Alter, die mich erschrocken. Moment, heilen. Wärst du mal. Und wohin jetzt? Komm, streif! Au! Oh. Das tat sogar ziemlich weh. Blut und Tränen. Nicht wieder schreien. So. Was ich auch hätte machen können, Zeit anhalten und dann einfach erwürgen, aber es geht ja auch so. Aber warum sollte ich die jetzt verstecken? Hier liegt sie eh schon herum. Das ganze Zeug. Ah, Mann, ey, hat die mich erschrocken. Gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich kenn's zwar schon. Oh. Nicht Kai? Doch. Mariah, reise noch heute Nacht mit Heather und Kai nach Kanaka. Die anderen werden euch aufnehmen und verstecken. Sucht unsere Bekanntschaft aus Dunwall. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann schlagt zu. Wenn ihr erfolgreich seid, werde ich euch belohnen. Außerdem werde ich ein Porträt für euch malen. Deine ewige Kaiserin, Delilah. Kippadot, das waren wir nicht. Ja, die hat uns wahrgenommen und hatte wohl eine Ahnung und es hat sich dann da hoch teleportiert, ey, die Sau. War das Kai, war das Heather oder war das Mariah? Ey, ich habe keine Ahnung, aber Hexe bleibt ja auch Hexe. Kommen Sie mit. Ja, wir müssen eigentlich nochmal zum Händler oder zumindest in das Wohngebiet. Tinkturen brauche ich auch. 6 gibt's bei Hypatia, wenn die jetzt nicht anderweitig vergeben hat. Hypatia hatte 6 da stehen in ihrem Kasten. In ihrem Zimmer. Deswegen brauche ich mir jetzt eigentlich nichts kaufen. Zumal der nächste Händler auch vor dem, ja, was? Achso, hier, Schwachstelle. Auch bei der Brenner ist, da gab es ja auch einen Händler, ne? Es muss den Händler geben. Ich gehe nochmal kurz runter. Hoffentlich kommt jetzt nicht der blöde Paolo an und macht Zirkel auf meinen Schuh. So, es gibt auf jeden Fall eine Blaupause. Ja, immer noch am Leben, ja? Ausrüstung, Verbesserung. Ich habe Pläne zum Verbessern ihrer Ausrüstung. Aber warum ist der Plan vom letzten Mal nicht dabei? Bekommen wir den erst beim nächsten Händler? Dann brauche ich jetzt hier nichts holen. Geht nicht auch F? Doch. Tja, hier brauche ich mir jetzt nichts holen. Wobei, so ein Bolzen kann nie schaden. Kaufen werde ich mir den so oder so. Sie werden es nicht bereuen. Na, Komine kann auch nicht schaden. Die benutze ich jetzt mittlerweile sehr gerne. Hauptsächlich bei den mechanischen. Treibt die Preise nach oben. Darauf verzichte ich erstmal. Tschüss. Schauen Sie mal wieder vorbei. Ja, aber vor 10 Jahren war alles viel besser. Wird wohl nicht so bald geschehen. Vielleicht in Dishonored 3. Ich hoffe, hoppala, Entschuldigung. Boah. Vorsicht. Ich hoffe so sehr, dass es auch noch einen dritten Teil geben wird. Und auch einen vierten von mir aus. Es muss ja nicht um. Wo kann der Schlüssel sein? Geht auch der Schlüssel von Kirin? Eine Leiche? Hier?
Willst du uns angreifen? Was? So hilf mir doch jemand. Nee, doch nicht, der hat bloß Schiss. Nee, ist keine Leiche, der pennt bloß. Genauso wie du einfach ein Penner bist. Hat er jetzt schon den Schlüssel hinterlassen? Vielleicht saß er die ganze Zeit auf einem Schlüssel. Nee, auf einer Fünfermünze. So, aber hier ist noch zig, ne? Schlüssel des Wohngebäudes benötigt. Scheiße, wo ist der denn? Ich war doch schon immer so aufmerksam, aber den habe ich noch nicht gefunden. Ich lege mal kurz... Ah, wo lege ich ihn hin? Ach, komm, einfach mal hier hin. War ich da oben schon? War da vielleicht was? Könnte es da was geben? Was ich aber noch fortführen möchte. Jawohl, eine Tinktur. Was ich noch fortführen möchte, es muss ja nicht wieder 15 Jahre nach diesem Teil spielen. Der dritte Teil. Von mir aus auch ein halbes Jahr später. Corvo soll ja nicht ganz alt werden. Wir wollen ihn ja auch nochmal spielen können. Und... Ah, halt. Ah, doch, es geht. Und... Aber hier kommen wir nicht rein. Ah, vielleicht hier oben. Und... Ist da eine Falle? Warum ist sie so rot? Hä, hier brennt's? Ne, hier ist Sonne. Und hier sind auch Blutfliegen drin. Was ist das denn? Ach, hier so ein Deckenventilator. Okay. Und wenn der dritte Teil nicht so weit vom zweiten entfernt ist, besteht auch noch Hoffnung, dass wir was von Piero und oder Samuel hören. Wobei ich Samuel als den ältesten von den dreien einschätze. Also Samuel, Choplin, Piero und Anton Sokolov. Da schätze ich Samuel als den ältesten ein, Piero als den jüngsten und Sokolov als den genau dazwischen. Hier sieht's wieder aus, ey. Man braucht den Schlüssel gar nicht. Schön, dass wir das auch noch erleben hier. Ja. Yeah. Und Callista ist ja auch noch da. Also irgendwo, wenn sie nicht umgekommen ist. Sie könnte ja in dem dritten Teil auch mitspielen. Hier war ein Saufsack. Also, es gibt noch so viel, was man fortführen kann. Es gibt auf jeden Fall genügend Potenzial, mit dem man einen dritten Teil schreiben kann. Emily und Corvo natürlich. Vielleicht taucht ja noch irgendwie ein anderer Verwandter auf von Emily und oder Corvo, der bloß noch nicht erwähnt wurde. Kann ja auch sein. Man lässt sich ja viele Möglichkeiten offen. Man hätte nicht im ersten Teil gesagt, Corvo hat keinen Bruder oder eine Schwester oder Emily oder entfernten Verwandten oder irgendwas in der Art. Wobei, nur weil es heißt, man hat keinen Verwandten, muss es ja nicht auch wirklich so sein, denn es gibt genug Lebenslügen, von denen man auch gar nicht weiß. Badesalz. Getrockneter Blutfliegenpanzer. Da war eine drin. Hä? Da packt einer tot. Blutfliege herum. Höher geht's nicht. Anton Sokolov liegt da unten. Ja. Aber erstmal nachschauen, was es hier noch gibt. Vielleicht noch eine Blaupause. Jupp-di-jupp-di-du. Kein Fußballtor, nur ein Bett. Und hier sind wir auf der anderen Seite. Hier liegt nichts mehr. Was ist das denn? Ist doch hier der... Das sind Handschellen. Hier gibt es nichts zum Einsammeln. Geh zu. Ei. Also ich mag solche Spiele. Also
solche Spiele wie Dishonored, wo du einfach... Ja, es muss nicht unbedingt so schlauchlevelartig sein wie hier. Es kann auch eine offene Spielwelt sein, wobei eine offene Spielwelt schwieriger ist, mit so einer Geschichte und mit so vielen Hinweisen zu specken. Also da fällt mir spontan noch The Witcher 3 ein, was ich irgendwann auch nochmal spielen möchte. Oder vielleicht eben auch Prey, die angelehnt sind. Das angelehnt sein soll an Dishonored. Oder eben Dishonored 3. Ich habe noch nichts davon gehört, dass es das geben soll. Ich hoffe inständig. Nach dem ersten Teil hat man gesagt, ach, es war sehr gut gemacht, aber es hat sich komischerweise in der breiten Masse nicht so gut verkauft. Deswegen ist ein zweiter Teil sehr unwahrscheinlich gewesen. Jetzt haben wir hier einen zweiten Teil. Also von daher gleiche Ausgangslage vielleicht wieder. Etwas, ja, ich glaube, es hat sich eine Ecke besser verkauft als der erste Teil. Es gab auch einige Probleme zu Beginn zum Release. Ich habe das Spiel ja erst, wie viel, ein, zwei Monate später angefangen. Also abgesehen vom Willkommen in Karnaca, wo es da rumflackert, war das ansonsten, ist soweit alles in Ordnung. Klar, ab und zu bricht mal die Bildwiederholrate etwas ein, aber das ist jetzt noch alles verschmerzbar. Gibt es deutlich schlimmere Sachen. Au, das tut doch weh. Da gehe ich lieber den Weg wieder zurück, den ich gekommen bin, sofern ich ihn noch halbwegs gehen kann. Ja, hier sieht es deutlich angenehmer aus. Kann man da noch hin? Ja, hin schon, aber nicht rein. Gut. Dann runter da. Oh. Ich bin ein Müll. Dann hätte ich jetzt wirklich hier alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe bestimmt mindestens eine Blaupause nicht über... Habe ich eine Blaupause übersehen, nicht gefunden. Aber was war denn jetzt nochmal das Lilane? Ist der noch da? Schattenboxen? Die sind immer noch da. Paolo und seine Mischpuke. Klebt hier was an der Wand? Wie kommt man da noch hin? Kommen Sie rein. Es ist immer schön, Sie zu sehen. Da hocken auch noch hier welche. Da hocken auch noch welche. Aha. Es muss auch noch einen Schwarzmarktladenschlüssel geben, genauso wie es einen Schlüssel. Schön, Sie wohl aufzusehen. Bei der Hintertür gab. War das bei Brianna, der Schwarzmarkthändler? Schwarzmarkthändler? Ich glaube ja. Wo findet man die denn? Also dafür habe ich jetzt gar keinen Ansatz. Vielleicht da hinten müsste man erst die beiden aus dem Weg räumen? Nee, da hinten ist eine verschlossene Tür, da ist nichts mit durchgehen. Als wir hier waren, konnte man nicht noch runter. Ich werde trotzdem mal kurz nachschauen. Zumindest den Ansatz werde ich mal verfolgen. Nee, komm. Wo ist hier die Kante? Ach, komm schon. Reicht das nicht schon? Jo. So, auf den Tisch. Und da hoch. So, nochmal kurz das Treppenhaus runter. Ne, war schon richtig. Aber hier war ja nichts hier unten. Hier war ja zu. Oder war da hinten noch eine Tür? Ganz hinten? Ne, hier war bloß so ein kleines Fenster. Dann kommt man wirklich bloß mit dem Schlüssel dahin, nehme ich an. Oder mit einer Ratte, fällt mir gerade so ein. Beherrschung. Ich habe ja noch ein paar Knochenartefakte, die ich vergeben kann. Moment, gibt's da unten Ratten? Das wäre ja vielleicht das Rätsels Lösung. Kann ich aber schon genug für die Beherrschung... habe ich schon genug, um die Beherrschung kaufen zu können? Das bezweifle ich gerade. Hier geht's auch lang. Nee, hier auch. Hier drüben... was? Das ist ein Gesundheitselixier? Nein. Dass hier keine Falle war? Bin schon lange nicht mehr auf eine Falle gestoßen.
Oh. Also Ratten. Ah, Paolos Ratten. Wenn er zur Ratte wird. Aber hier gibt's keine. Gibt's überhaupt einen Durchschlupf? Nicht offiziell. Hier hochhüpfen dann da durch? Ja, aber... Nee, das funktioniert so nicht. Ein paar Flaschen gibt's noch und das war's ansonsten. Hm. Keine Ratten. Ich würde sagen, dann verdünnivisieren wir uns einfach mal mit Sokolov. Gucken aber trotzdem mal kurz nach, was ich so habe. Oh, nur zwei. Okay, das wäre nie nimmer was geworden. Dafür braucht es nämlich vier. Über einen Wirt. Zwischen Wirten wechseln, beherrsche kürzlich verstorbene oder bewusstlose menschliche Wirte. Einen, okay. Und beherrsche einen menschlichen Wirt. Ja. Braucht zwei Runen mehr. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Megan wird wieder entzückt sein. Der Anton wieder zurück. Mal gucken, was Anton macht, wenn wir... Nichts zum Lesen. Wenn wir das gute Ende... Was? Ach so, der... Der Penner wieder. Bin mal gespannt, was er macht, wenn wir dem Ende entgegenkommen mit einem geringen Chaosfaktor. Ob er dann auch wieder in den Norden reist und dann da seine letzten Tage verbringt oder was uns da gesagt wird. Ich dachte, da liegen Münzen. Moment, gab es hier nicht noch einen... Hab ihn noch gar nicht gerettet, der liegt noch gar nicht im Boot. Das habe ich doch beim letzten Mal mitgenommen, ne? Ich könnte es nämlich gerade noch mitnehmen. Jupp, das hatte ich mitgenommen. Ich weiß, aber ich habe die Hoffnung gehabt, dass es nachgespawnt. Was ist denn da hinten? Naja. Guck mal, wen wir haben. Geschafft. Wie geht's ihm? Schwach und verwundet, aber kommt durch. Ich dachte, das wäre unmöglich. Da gibt's einiges zu erzählen. Ich hör's mir auf dem Schiff an. War das jetzt ein anderer Wortlaut als beim letzten Mal? Okay, es gibt... Was? Kovorit doch aus. Angriff aber nicht tödlich. Ja gut, die ganzen Angriffe kommen bestimmt von den... mechanischen Soldaten. Oh, ich bin gleich mal gespannt, wie viele Blaupausen ich übersehen habe. Zivilisten getötet? Zivilisten getötet 0? Gegner getötet 5, aber nicht durch eigene Hand. Kein Mord ausgeübt. Alarme 0, Leichen entdeckt 10, Entdeckung 25. Also uns, wir wurden gesehen mit eingeschlossen. Eine Blaupause. Ich hätte mehr gedacht. Eine Rune? War die in dem Tresor? Hm. Auf jeden Fall habe ich einen Schrein gefunden. Muss ich auf jeden Fall dann kurz vor der Leiter noch einfinden. Wir wollen dann noch wissen, was der Outsider sagt. Knochenartefakte 8 von 8. Hätte ich mal lieber alle Runen gesammelt. Ziemlich viele Münzen. Ein Gemälde nicht gefunden. Mann. Okay, gibt's keine Details. Ist bloß entweder alles oder ja, halt weniger. Geplünderte Aventa-Station. Kartenhäuschen der Aventa-Station ausgeraubt. Also, Sonderaktionen gibt es hier nicht viele. Obwohl ich kaum was ausgelassen habe, oder? Hm. Naja, wir fotzen fort. Bin mal gespannt, ob ich mir nochmal die Doppelgänger zulege. Wobei, die können kämpfen, ist eher nicht so mein Ding. Mit Kobo hier heute. Und übermorgen. Kein Brief, Reisetagebuch, Leb wohl Kanaka, Abschied eines Musikers. Wenn ihr nicht das Protokoll zum Lesen ist, kommen wir jetzt nochmal ins Nichts. Ich hab's schon wieder halb vergessen, aber... Ja.
Deswegen liegt hier nichts zum Lesen und ich weiß gar nicht, ob es dann Mana gäbe, aber wir schauen uns das einfach in der nächsten Folge an. Das Nichts und bis zum nächsten Mal. Ich sehe doch alles schief. Macht's gut und ciao, tschüss.